Mon Games! Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Bis später. Bis später.
Wow, The Witcher ist draußen! Und damit Hallöchen und Monjour zur allerersten Play and Raid-Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Tja, der gute alte Geralt von Riva ist wieder da und hat ziemlich viele Abenteuer vor sich, hoffentlich. Mal schauen, was die Entwickler da für ein schönes Spiel abgeliefert haben. Und damit stürzen wir uns gleich mal ins Spielgeschehen. Das Spiel wird auf allerhöchsten Details gespielt. Die Nvidia Hairworks lasse ich mal aus, hat man ja schon gesehen. Gibt nur einige Probleme damit, wenn man näher rangeht. Sieht einfach wunderschön aus. Damit schon mal gleich zur ersten Aufgabe. Finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer, ja. Na klar, gerne. Wenn die gute Yennefer, das kleine Schnuckelchen, mich dahin begleitet. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Reden wir doch gleich mal mit der guten Yennefer. Hat sich ja leider eben gerade schon was angezogen. Halte LT gedrückt, um deine Hexersinne einzusetzen. Ja, ich spiele das Ganze hier auf dem PC. Wie ihr seht, mit einem Xbox 360 Controller noch. Ich hoffe, der PS4 Controller wird irgendwann noch freigeschaltet für den PC. Würde ich sehr begrüßen. Schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Ah, interessant, die Sachen werden rot gehighlightet. Was haben wir denn hier? Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Tja, die man hier auch sehr gut zu sehen bekommt. Ah, da war doch gerade was Rotes. Nur Silber. Was ist Gold denn das? Passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ah. Eine Schmuckbox, wie es aussieht. Ich kann hier auch die Kerze ausmachen. Ich kann sie auch gleich wieder anmachen. Sehr schön. Schöne kleine Details. Ja, erstmal eine kurze Einführung zu der Rubrik Play and Raid auf dem Kanal Mong Games. Es werden kleine Serien sein von vielleicht 5 bis 10 Folgen pro Game. Aktuelle Games, alte Games, Games, die ihr vielleicht requestet, die ihr gerne mal sehen wollt, die ihr gerne vielleicht wiedersehen wollt, die lange aus dem Fokus geraten sind. Und nach dieser kleinen Serie wird es ein abschließendes Fazit geben, ob man sich das Game nochmal zulegen sollte, ob man sich das vielleicht nochmal aus dem Schrank kramen sollte, den alten Staub wegpusten sollte, ab ins CD-Laufwerk installiert oder runtergeladen, was auch immer, ob man sich das einfach nochmal geben kann oder natürlich, ob es eine Kaufempfehlung für aktuelle Games gibt. So wie jetzt hier bei The Witcher 3. Wie ihr seht, das sind schon sehr schöne Details. Vorne ist ein kleines Zauberbuch, gehen wir mal dahin. Was haben wir hier für ein Symbol? Das scheint einer meiner Zaubersprüche zu sein. Ah, das ausmachen und anmachen. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Tja, das scheint hier ihr Apartment zu sein, wie sie uns hier herumkommandiert. Sprechen wir doch mal mit der guten Jennifer. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Weder ungehörig noch unvernünftig. Ich würde sagen, los geht's. Ich hab dich vermisst. Sehr sogar. Ich dich auch. Aber wir haben jede Menge Zeit, das nachzuholen. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Der alte Charmeur Geralt weiß genau, was er zur guten Yennefer zu sagen hat, damit er erfolgreich abblitzt. So, ich bin frisch geduscht. Meine Haare an der Seite sind frisch rasiert. Schöner Undercut. Ich habe gelesen, dass man die Frisur auch noch verändern kann. Soll wohl eins der 16 DLCs sein, die zusammen mit der gekauften Box ankommen. Oder wahrscheinlich ist das ein genereller Vorbestellerbonus. Ich schaue mir jetzt einfach mal die Spielwelt an. Scheiße. Oh, der Bergpass ist schön wie eh und je. Das ist das, worauf wir alle gewartet haben. Das ist das, worauf man noch 2 Monate länger warten konnte. Eigentlich sollte es ja im März erscheinen. Aber dieser Ausblick entschädigt über einiges hinweg. So.
beschäftigen wir uns mal mit der Quest. Ich muss nach wie vor den Schlüssel finden. Ah, hier vorne ist er auch gleich. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Tja. Kleine Anspielung. So, wo haben wir denn? Da liegt der Schlüssel. Na, da sollte es hingehen. Hinunter geht's. Auf geht's. Ich kann leider noch nicht rennen. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Da genießt auch erstmal den Ausblick. Würde ich aber an seiner Stelle auch. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend, dass sie oder wir haben sie verwöhnt. Aber der Kleine kann man noch nicht wütend sein, wie wieder unten rumhüpft. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Es scheint so, als hätten alle Hexer graue Haare. Ja, wenn man dafür zaubern kann, warum nicht? Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte, als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht, oder besser nicht. Ich glaube, eine Entschuldigung reicht nicht. Eine Entschuldigung reicht nicht. Damit sich wieder gut macht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauer? Das Gefühl kann jeder teilen, der in der Schule war. Da, Tutorial beginnt, Tutorial springt natürlich. Spielen wir Na das klar. Tutorial? Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fällst, vielleicht. Auf geht's. Ich kann jetzt auch endlich rennen. Und
lebe, wenn ich hier die Sachen... Scheint generell springen zu sein, ja. Spielt sich ein bisschen hakelig. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Und runter geht's. Sieht doch bisher sehr beeindruckend echt aus. Allein diese Details hier in den Burgmauern gefällt mir. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Erster! Und schon wieder eine Leiter. Na, 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 na. So, jetzt sind wir also auf dem Hof, auf dem etwas kaputten Hof. Oh nein! Wesemir hat diesen Blick! Was hast du erwartet? Ganz schön strenge Gesellschaft hier. Aber was will man anders erwarten? Hexerei muss schließlich geübt sein. Du musst gar nicht so böse gucken. Irgendwas musst du auch falsch gemacht haben, Nadengesicht. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Tja, du hast dran. Winde dich nicht raus, oder du hättest sagen können, dass du die Übung gemacht hast, als Wesemir geschlafen hat. Tja, aber die Kleine soll sich mal nicht rausfinden. Versuch nicht, dich rauszufinden. Obwohl sie ja eigentlich recht hat. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht, nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Fangen wir mal lieber mit den Grundlagen an. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Weiter geht's. Kampf. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinung, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Maschinen, gegen Menschen kämpfen. Maschinen hoffentlich nicht. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Durchaus. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingöle, Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Wie es aussieht? Nee. Ganz schön tapfer Mensch hier, dieser Geralt. Drücke nach links, um dein Stahlschwert zu ziehen und es wegzustecken. Na, das machen wir doch gleich mal. Ziele auswählen. Drücke den rechten Stick runter, um ein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Wie zum Beispiel diesen Totenkopf-Fragezeichen-Gegner hier vor mir, der scheinbar Ziels Onkel ist. Nun gut.
Den wähle ich mal aus. Ich führe einen schnellen Angriff gegen Wesemir aus, indem wir jetzt das machen wir doch einfach. Ja, eine gute Block ab. Schlag richtig zu! So stark du kannst! Beim Zuschlagen nicht mehr junge Dame. Ausweichen! Deutlich Position, langsamer. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Weiche einige Male aus. Ausweichen. Um zu einer Seite auszuweichen, wähle mit dem linken Stick eine Richtung aus und drücke dann B. Gesagt, getan. Und ausgewichen. Abrollen. Um einem Hieb auszuweichen, wähle mit dem linken Stick eine Richtung und drücke A. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Den Spruch kennen wir da auch irgendwo her, Gips. Ich glaube, ich zu den Parieren. Mit Ciri. Parieren. Halte den linken Trigger gedrückt, um Angriff zu parieren. Was soll ich denn und gleich mal eine ganz andere Haltung. Gegen eine Geralt hier simuliere jetzt, überlebe später. Ich habe gehört, der Alte ist beim Unterrichten eingeschlafen. Konter. Drücke unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners den linken Trigger, um einen Gegenangriff auszuführen. Konter. Schlag gegen Schlag. Mal schauen, wie sich das in der Praxis umsetzen lässt. Doch, geht bisher. Nicht so dicht wie die anderen Daumentasten. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen Schnellzugriff durch. Schnellzugriff im Gehen. Fangen wir mit Quen an. Bumper, um den Schnellzugriff zu öffnen. Ah, hier haben wir unsere Zeichen. Irden, Quen, Igni, Erxi und Art. Dann wählen wir mal Art aus. Ja, wir sollen aber Quen auswählen. Alles klar. Den rechten Trigger drücken, um das Zeichen zu wirken. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Das ist das Schutzschild. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Ah ja. Kleine Explosion. Das Quenzeichen schützt sich vor Schaden. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen Igni sehen. Das Lieblingszeichen. Gehe nah an Wesemir heran und drücke rechten Trigger, um ein Zeichen auf ihn zu machen. Siehst du? Also das gleiche wie vorher. Ohne das Quenzeichen stünde ich jetzt den. Das Igni-Zeichen bewirkt Feuerschaden und wird mit einer gewissen Geralt Wahrscheinlichkeit verbrennen. Na los! Dann mal Art. Oh! Da haut er mich einfach zwischendurch. Los. Siehst du das, Ciri? Weg mit dir. Art wirft alles und jeden aus das Art-Zeichen betäubt Gegner und stößt sie in manchen Fällen zu Boden. Zeit für Axi. Verfluchte, ich hasse komm, dieses Axi. Gefühl. Gedankenbeeinflussung. Ich bin zu alt. Oh. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Verwende das Axi-Zeichen, um deine Gegner vorübergehend zu verwirren. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Nun das letzte Zeichen, die magische Falle Irden. Und er haut mich schon wieder, aber ich scheine da nicht viel Leben zu verlieren. Nicht schlecht. Siehst du das, Ciri? Ah, das ist ein Zeichen, was auf den Boden gewirkt wird. Das scheint irgendwie beeinflusst zu sein. Wirke das Irdenzeichen, um meine magische Falle eine zu stellen. Bombe. In jedem Keine Fall Sorge, langsam. Ciri. Quen wird die Wunderbar. Explosion dämpfen. Bomben haben wir auch. Ganz schön gut ausgestattet. Tritt zurück und wirf eine Bombe auf Wesemir. Na klar. Sehr schön. Scheint ja alles am Start zu haben. Gehen wir noch dahin. Gedrückt halten und Abwurf. Scheint zu funktionieren. Das Kampftutorial ist jetzt abgeschlossen. Gut. Und ich darf das Schwert das wegstecken. Wir trainieren nach Belieben weiter. Na, ich hab doch das Schwert weggesteckt. Den wollte der Wesemir. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Man merkt, der Kleine auf jeder schönen Burg gibt es immer Sobald zwei dumme Leute, ist, die dumme Sprüche alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und weg ist sie. Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. An sich wäre es angebracht, wenn die gute Yennefer anfängt, Schwerter zu polieren.
Was haben wir denn hier? Das scheint nicht so ganz zu sein. Lese mir. Sauron ist zurückgekehrt. Alles nur geträumt. Wir scheinen es doch verändert zu haben. Er hat wieder Haare. Auch im Gesicht. Nur Vesemir ist der gute Alte. Temerienstraße nach Visimar. Mai 1272. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich habe von Kaer Morhen geträumt. Was auch immer das sein soll. Vielleicht war es die Burg, vielleicht war es auch das Schiff. Werden wir noch herausfinden. Oder ich würde lieber nicht darüber reden. Aber ich kenne den Typen doch scheinbar ganz gut. Einen guten Wesemir. Kann ich mir auch davon erzählen. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Dann haben wir mit Ciri geübt oder sicher. Das ist nicht das Problem. Im Erzähl Traum mir mal die ganze Geschichte. Los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Zeit zum Aufbruch und Ciri in meinen Träumen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Ich glaube, es wird Zeit aufzubrechen. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Visimar. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Privatsache oder ein Einhorn, das wir mal als Bett benutzt haben. Wie soll man denn ein Einhorn als Bett benutzen? Ich hoffe, wir finden es raus. Aber bis dahin ist es erst eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Los, auf sie! Monster, das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land. Und die, der verschont, leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern.
Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Das scheint er jetzt gerade schon ausgewählt zu haben. Verdammt, bist du hässlich. Dann wählen wir sie doch aus. Mal schauen, was ich gegen die ausrichten kann. Okay, er weiß noch mal. Das, du Kur! Ich hab genau das gleiche Buch gelesen wie Ciri. Ich weiß, was ihr seid. Oh, bringen wir mal ein bisschen Abwechslung rein. Feuer! Jawoll. Und der taucht von hinter mir auf. Und allerlei. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Vermutlich ein vereinfachtes Kombo-System. Na klar. Kleines Gimmick. Nützlich werden wir das sehen. Vitalitätsregeneration. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst und mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis: Auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen und während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Nun gut. Scheinbar so kleine Heiltränke. Benutzen wir doch gleich mal ein bisschen Brot. So. Ein wunderschöner Sonnenuntergang, wie man hier sieht. Ich würde sagen, dann beenden wir mal die erste Folge von Play and Raid. Setzen uns auf Plötze. Und der gute Geralt und Wesemir reiten los. Nein, weil sie Leichen fressen und damit die neuen Abenteuer an. Und natürlich noch Yennefer. Ich meine, die Geschichte mit dem Einhorn wird man schon noch rausfinden. Nein, er war bestürzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns ansonsten in der nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Play and Raid. Alles Gute, euer Monk.